Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist schon wieder soweit. Wir werden heute über den Lesemonat September sprechen. Ich habe den Stapel hier schon auf meinem Schoß und ihr könnt einige Bücher anhand des Farbschnitts tatsächlich schon erkennen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, jetzt über die Bücher ein bisschen zu quatschen. Es waren nämlich so viele gute dabei. Es gab ein, zwei, drei Bücher, die mich schon irgendwie so ein bisschen enttäuscht haben oder nicht komplett überzeugen konnten. Aber insgesamt bin ich sehr happy mit meiner Auswahl. Ich zeige euch später den Stapel auch noch andersrum, weil man könnte meinen, ich habe mich irgendwie an rosa, lila, pinken Covern orientiert, denn der Großteil der Bücher hat wirklich irgendwie einen lila, pinkfarbenen Buchrücken. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Aber ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal, weil das Video wahrscheinlich sonst wieder viel zu lange wird. Ich versuche mich relativ kurz zu halten. Vorher schreibt mir aber sehr gerne, was eure Highlights im September waren. Das würde mich sehr interessieren. Welche Bücher haben euch so richtig begeistern können? Auf welche Bücher freut ihr euch im Oktober auch sehr? Das würde mich auch interessieren. Und ja, dann starten wir jetzt mal mit meinen Gelesenen, würde ich sagen. Wir starten mal mit einer Reihe, die ich jetzt mit diesem Buch auch beendet habe. Und zwar habe ich gelesen Things We Hide From the Light von Lucy Score. Das ist ja der dritte Teil. Habe ich auf Englisch gelesen, habe mir einiges markiert. Gibt es noch nicht auf Deutsch, aber ich glaube, dass der dritte auch bald übersetzt wird. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich müsste es bald soweit sein, denn die ersten beiden Teile gibt es ja auch schon auf Deutsch. Ich habe jetzt den dritten gelesen und ich muss sagen, ich habe mich sehr auf den dritten gefreut, weil ich irgendwie schon gedacht habe, dass das ein absolutes Highlight werden könnte. Und so war es dann tatsächlich auch. Es hat mich so begeistert. Ich muss sagen, ich liebe diese Reihe ja sowieso. Es gibt Leute, die lieben diese Reihe und es gibt andere Leute, die irgendwie enttäuscht waren. Das habe ich aber auch sehr häufig bei den deutschen Büchern gehört, dass dann diejenigen, die das Deutsch gelesen haben, irgendwie nicht so überzeugt waren. Und ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich die deutschen nicht gelesen habe, aber ich kann nur vermuten, dass es bei so Büchern oft irgendwie darauf ankommt, dass man es irgendwie in der Originalsprache liest. Das ist wirklich nur so eine Vermutung, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass bei einer Übersetzung so ein bisschen was verloren geht oder dass irgendwie so ein bisschen ein Touch dazukommt, der im Original nicht so spürbar da ist. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich so meine. Aber bei den Englischen, ich liebe sie sehr. Ich finde, das sind einfach wahnsinnig tolle Romance-Bücher. Und so auch wieder der dritte Teil. Hier geht es ja jetzt um Lucien und Sloane. Die beiden kennen wir schon aus den ersten beiden Büchern. Und es ist eine wahre Enemies-to-Lovers-Geschichte. Und zwar wirklich anfängliche Enemies. Also sie können sich wirklich nicht leiden. Sie kennen sie schon seit Ewigkeiten. Lucien hat eine ziemlich schwere Vergangenheit irgendwie hinter sich, hat keine gute Beziehung zu seinem Vater und ist da auch wirklich so ein bisschen geprägt worden. Und Sloane hat das alles mitbekommen und jetzt steht aber immer noch etwas ganz, ganz, ganz Großes zwischen ihnen. Und dieses Große wird aber irgendwie nie angesprochen und sie haben irgendwie so einen Hass aufeinander und beide wissen nicht wirklich, wie sie damit umgehen sollen. Und sie können sich auch nicht begegnen und einfach so tun, als wäre alles okay. Das klappt irgendwie alles einfach nicht. Und sie müssen aber irgendwie damit klarkommen. Man kann sich dann schon denken, es entwickelt sich eben so, dass die beiden sich zwar hassen, aber irgendwie trotzdem können sie nicht ohne sich oder sie sind sich nicht egal. Und so entwickelt sich das dann eben immer so ein bisschen weiter. Und das erfahren wir dann in Things We Left Behind. Und wie gesagt, ich habe es geliebt. Für mich war es wirklich ein Highlight. 5 Sterne hat es bekommen. Steht die Feuerwehr irgendwie vor meinem Haus? Und der Notarzt? Also ich kann die Reihe wirklich sehr empfehlen. Ich liebe sie sehr. Auf Englisch gut verständlich. Das sind ja wirklich richtige Klopper. Also auch das hier hat wieder über 570 Seiten. Aber trotzdem ist es einfach nie langweilig. Und man bleibt dran, man möchte weiterlesen. Es fesselt ein. Von daher bin ich sehr, sehr gut wirklich in den September gestartet. Und liebe halt auch wieder das Cover mit diesen Blümchen. Ich finde, die sehen auch alle drei, das sind ja Teil 1, Teil 2, zu dritt zum Regal einfach wunderschön aus. Und ich hoffe, dass von Lucy Score noch viel, viel, viel mehr Bücher erscheinen werden. Dann habe ich noch ein englisches Buch gelesen und das ist der Auftakt einer Reihe. Aber ich muss sagen, das bleibt auch das einzige Buch, das ich von dieser Reihe lesen werde, weil irgendwie hat es mich nicht so komplett gepackt, obwohl es eigentlich richtig viele tolle Momente auch hatte. Und zwar spreche ich von Tattered Stars von Catherine Cowles. Hier geht es um Everly, genau, und sie kehrt zurück in ihre Heimatstadt. Und das ist aber so ein bisschen mit Risiko verbunden, denn sie ist in dieser Stadt nicht wirklich willkommen. Und zwar aufgrund einer Tat, die ihre Familie vor einigen Jahren eben begangen hat. Und das hat diese Stadt und vor allem eine Familie eben nicht vergessen.
Und sie möchte sich aber eigentlich von ihrer Familie so ein bisschen losreißen und möchte eigentlich alles wieder gut machen. Sie möchte dort das Land, das sie eben auch bekommen hat, irgendwie nutzen und was Tolles aufbauen und so weiter. Von daher wagt sie sich wieder zurück in diese Stadt und sagt sich, sie probiert es einfach mal aus. Und so trifft sie dann eben auch wieder auf Hayes, der eben zu dieser besagten anderen Familie gehört, die eben nicht so begeistert ist, dass sie jetzt dort wieder auftaucht. Und mehr kann ich dazu gar nicht richtig sagen. Es gibt eben ein großes Problem, sag ich mal, das im Raum steht. Und das ist auch wirklich eine krasse Sache. Also ich fand das gut, dass es hier mal wirklich was anderes ist als so die klassischen Probleme, die oft eben so genutzt werden, sag ich mal, so im Romance-Bereich. Hier war das komplett unerwartet und auch spannend und interessant irgendwie. Aber was mir hier einfach gefehlt hat, ist tatsächlich diese Spannung eben gerade zwischen den beiden Protagonisten. Also ich habe diese Liebesbeziehung nicht so richtig nachvollziehen können. Ich habe das irgendwie nicht gespürt, obwohl mir beide sehr sympathisch waren. Beide auf ihre eigene Art und Weise irgendwie so. Und es war insgesamt eine schöne Geschichte, gerade mit diesem Kleinstadtfeeling und so weiter und wie das alles so aufgearbeitet wurde, hat mir gut gefallen, aber irgendwie hat so der letzte Funke gefehlt, dass es mich so richtig begeistern konnte. Und deshalb werde ich die Reihe jetzt auch nicht mehr weiterlesen. Ich glaube, das sind nämlich insgesamt schon über 5 Teile oder so. Und so gut hat es mir dann eben leider doch nicht gefallen. Aber es lohnt sich irgendwie trotzdem im Allein wegen diesem Problem, das hier, sag ich mal, vorkommt, weil das einfach wirklich mal was anderes war. Ich zeige euch hier noch ganz kurz, wie die Kapitel immer so gestaltet sind. Das liebe ich nämlich auch immer so, immer wenn ein neues Kapitel anfängt, eben so mit diesem Sternenhimmel und so weiter. Richtig, richtig schön, aber es bleibt eben bei Teil 1. Machen wir weiter. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter mit Fourth Wing. Lasst uns also über dieses Buch mal ein bisschen sprechen. Ich glaube, zum Inhalt muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Es geht eben um Violet und Violet hatte eigentlich den großen Traum, Schriftgelehrtin zu werden. Dieser Traum platzt dann aber ziemlich jäh, als ihre Mutter, die eben auch die Generalin ist, bestimmt, dass sie eben am Auswahlverfahren zu den Drachenreitern mitmachen muss. What's happening? Feuerwehr überall. Und ich nehme hier meinen Lesemonat auf. Das erste Jahr dort ist auf jeden Fall das härteste, denn nicht mal die Hälfte von denen, die sich eigentlich bewerben, überleben dieses Jahr. Denn es gibt unterschiedliche Challenges, die eben oft eben auch nicht so gut enden. Und sie gerät da eben mitten rein. Sie hat eigentlich keine wirkliche Vorbereitung irgendwie genossen, um da eine Chance zu haben. Aber man kann sich natürlich denken, sie beißt sich irgendwie durch, mit Hilfe, ohne Hilfe und so weiter. Und das ist eigentlich der Inhalt von Fourth Wing. Natürlich passiert wahnsinnig viel mehr, denn dieses Buch hat eben auch 750 Seiten. Und ich bin ja jetzt relativ spät dran eigentlich, dass ich das Buch jetzt lese, weil der Hype ist ja schon wieder, er ist immer noch da, aber vor ein paar Monaten war er eben riesig. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit noch eine Weile gewartet, weil ich das mit zwei Freundinnen aus der Uni gelesen habe und die eine hat eben das Buch noch nicht gehabt und so weiter. Und jetzt war ich aber trotzdem sehr gespannt, weil ich einfach wissen wollte, was hinter diesem riesigen Hype steckt. Jeder gefühlt, der dieses Buch liest, hat es absolut geliebt. Und ich dachte mir, okay, dann muss es ja wirklich eigentlich wahnsinnig gut sein. Ich habe es jetzt gelesen. Ich muss sagen, ich habe es nicht an 2 Tagen durchgesuchtet, wie viele andere. Ich habe wirklich, glaube ich, eine Woche oder so dran gelesen, immer ein bisschen weiter. Und ich muss sagen, es war wirklich was Besonderes. Also ich bin super gut reingekommen. Wirklich auf den ersten 20 Seiten hatte ich schon das Gefühl, ich bin in der Geschichte angekommen. Und ich finde, allein das ist für Fantasy schon eine gute Sache, weil oft ist es bei mir so, dass ich wirklich gefühlt ewig brauche, bis ich dann die Welt verstanden habe und so weiter, bis es dann richtig losgeht. Und das war hier nicht so. Also es geht wirklich direkt los, es geht spannend los, man kommt direkt rein, man lernt Charaktere kennen, man weiß irgendwie auch alle zuzuordnen. Also es war nicht so, dass man losliest und erstmal keinen Plan von nichts hatte. So ging es zumindest mir. Und dann war es so, dass ich wirklich permanent eigentlich Lust hatte, weiterzulesen. Also es war nie so, dass ich das Buch weggelegt habe und dann irgendwie keine Lust mehr hatte oder was anderes gelesen habe, sondern es war wirklich so, dass ich mich wirklich auch gefreut habe, immer weiterzulesen, weiter zu erfahren, was mit Violet und so weiter passiert. Die Drachenthematik in diesem Buch hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Ich habe noch, glaube ich, kein Buch, obwohl doch früher mal so ein paar, aber ich kenne bisher wirklich nicht viele Bücher, die irgendwie Drachen als magische Wesen beinhalten und ich mochte sehr gerne. Ich mochte es, wie diese Beziehung zwischen Reiter und Drache eben so aufgebaut wurde, wie das dargestellt wurde und so weiter. Ich mochte es einfach sehr gerne, weil man beim Lesen die ganze Zeit sich das bildlich vorstellen konnte, was dort gerade passiert und von daher war es für mich auch wirklich ein Highlight. Also ich muss sagen, ab der Hälfte hatte ich
ab und zu mal so einen kleinen Durchhänger. Die letzten 100 Seiten haben das dann aber wieder rausgerissen, weil da wirklich wahnsinnig viel passiert ist. Und auch die allerletzte Seite war für mich persönlich eine komplette Überraschung. Ich habe schon von manchen gehört, dass sie das total kommen sehen haben, dass das irgendwie öfter bei Fantasy-Romanen oder so irgendwie so endet. Für mich persönlich, ich habe damit gar nicht gerechnet. Für mich war das eine komplette Überraschung und deshalb freue ich mich auch schon sehr auf den zweiten Teil, der ja dann im Dezember erscheinen wird. Also ich kann total verstehen, dass dieses Buch so gehypt wird. Ich fand es wirklich toll und ich fand es vor allem erfrischend, dass Xaden, also der Typ, der hier dann eben, sag ich mal, der männliche Love Interest wird, einfach nicht so ein klassischer Bad Boy-Typ war. Er war zwar irgendwie ab und zu ein Arsch, sag ich mal, gerade von Anfang an. Die beiden verstehen sich ja nicht wirklich gut, sind eigentlich total die Feinde und so weiter. Aber er war meistens respektvoll und ja, sie haben einfach miteinander gesprochen, was ich sehr, sehr angenehm fand, irgendwie zu lesen. Von daher war ich da positiv überrascht von, gerade eben auch, weil es so ein riesiger BookTok-Hype war. Da war ich dann so ein bisschen suspekt irgendwie. Also ich fand es wirklich gut. Vielleicht noch ganz kurz zum Spice-Level. Es gab dann ab der Hälfte immer mal wieder so eine Szene, aber insgesamt war es wirklich dezent und wenig. Ich hätte es persönlich nicht gebraucht irgendwie bei dieser Geschichte. Ich fand es so ein bisschen fehl am Platz, dass eben plötzlich dann so eben auch diese Sprache so mit reinkam. Irgendwie hat das für mich persönlich nicht so gepasst, aber es hat mich auch nicht sehr gestört. Also insgesamt mochte ich es sehr gerne und kann es auf jeden Fall empfehlen und freue mich doch auf den zweiten Teil. Ich muss sagen, ich bin immer noch überlegen, ob ich auf die englischen Versionen umsteigen soll, gerade weil natürlich auch der zweite Teil wieder recht teuer ist und das wird natürlich so auch weitergehen. Und die englischen Taschenbücher oder so, die kosten glaube ich 15. Also da ist eben schon ein großer Unterschied dazwischen. Ich glaube, nachdem ich jetzt das erste auf Deutsch gelesen habe, dass man es auch auf Englisch gut verstehen würde. Das ist mal so meine Vermutung, aber falls ihr es auf Englisch gelesen habt, dann schreibt gerne mal, wie ihr es empfunden habt, dann überlege ich mal noch. Dann kommen wir jetzt zu dem dünnsten Buch, das ich diesen Monat gelesen habe und das ist gleichzeitig auch eine von meinen Enttäuschungen leider. Und zwar habe ich Regen gelesen von Ferdinand von Schirach. Das ist ja sein neuestes Buch, das jetzt wirklich auch erst vor kurzem erschienen ist. Und ich muss sagen, ich war erstmal überrascht, weil es eben nur 107 Seiten hat. Und es ist eh schon ein sehr kleines Format. Also es steht nicht allzu viel auf diesen Seiten. Und es kostet trotzdem 20 Euro. Also das ist schon ziemlich happig, muss ich sagen. Aber was mich dann überrascht hat, ist, dass das eigentliche Buch wirklich nur die Hälfte von diesem Buch hier ist. Denn ab Seite 61 beginnt ein Interview mit Ferdinand von Schirach. Also das eigentliche Buch Regen hat 60 Seiten und dann die Hälfte von auch ist dann Interview. Und dieses Interview ist auch nicht mehr neu. Das ist 2022 erschienen in der Süddeutschen Zeitung. Im Magazin irgendwie. Also da habe ich schon gelesen, dass einige so ein bisschen enttäuscht waren, dass eben nicht mal was Neues interviewmäßig dabei war. Ich persönlich fand das Interview noch bei diesem Buch am spannendsten, einfach weil ich Ferdinand von Schirach als Person irgendwie interessant finde und ich fand seine Antworten auf die Fragen sehr gut. Ich kannte das Interview halt auch noch nicht, für mich war das alles komplett neu, aber ich fand es wirklich gut, es war spannend, es war interessant, ihn auch mal so ein bisschen persönlicher kennenzulernen, auch weil er bei einigen Fragen eben meinte, da möchte er jetzt nicht drauf antworten, das ist zu persönlich und so weiter. Fand ich einfach ganz interessant, mal so ein bisschen, ne, das so ein bisschen zu spüren. Aber von dem ersten Teil, also von Regen, es hat mich jetzt nicht komplett begeistert. Es war jetzt irgendwie nichts, wo ich viel draus gelesen habe. Also es war für mich irgendwie einfach ein bisschen enttäuschend. Es ging ja irgendwie darum, oder so steht es zumindest im Klappentext, dass ein Typ eben vom Regen durchnässt reinkommt und dann über Verbrechen und Strafen nachdenkt, über das Großartige und das Schreckliche unserer Zeit, über die Würde des Menschen und über sein Leben, über den Verlust, die Einsamkeit, das Scheitern und vor allem über die Liebe. Und das, ich finde, das klingt total umfangreich und als könnten da richtig, richtig viele gute Gedanken drin stecken. Und es war natürlich wieder gut geschrieben, weil ich glaube, Ferdinand von Schirach kann nur gut schreiben, aber trotzdem so insgesamt hat mir so ein bisschen was gefehlt. Also ich habe das beendet und dachte mir jetzt nicht so wie bei den anderen Schirach-Büchern, dass ich dachte, wow, das war wieder richtig krass. Ich habe richtig gute Gedanken gehabt beim Lesen und so weiter. Das war irgendwie hier nicht so. Von daher fand ich es wirklich leider ein bisschen enttäuschend. Aber er geht ja damit auf Tour. Hier sind auch die ganzen Daten mit drauf. Und eigentlich würde ich das schon sehr, sehr gerne mal miterleben, weil Ferdinand von Schirach ist sozusagen selbst dieser Typ, der dann hier durchnässt vom Regen
sich Gedanken über diese Dinge macht. Das würde mich schon interessieren. Ich muss mal gucken, ob bei mir in der Nähe irgendwie ein guter Termin passt, ob ich da hingehe, ob ich mir ein Ticket hole. Mal schauen. Aber ja, also ja, war ich ein bisschen enttäuscht von. Dann habe ich eine neue Reihe begonnen, und zwar den ersten Teil eben von The Ruby Circle, also so heißt der erste Teil. Ich weiß gar nicht genau, wie der zweite Teil heißen wird, ob The Ruby Circle einfach der Name der Reihe ist. Das kann nämlich gut sein. Und ich muss sagen, ich finde diesen Farbschnitt einfach unglaublich schön. Also insgesamt, rein optisch, ist dieses Buch einfach schon wirklich so eine Wucht, dass man gerne im Regal stehen hat, muss ich sagen. Und ich war sehr gespannt drauf, denn das ist auch so University, Dark Academia Setting so ein bisschen. Und zwar geht es um Luisa. Und Lisa hat ein Stipendium bekommen für die Highclere Academy. Und sie kommt dorthin und erhofft sich wirklich, so einen kompletten Neuanfang zu haben, einfach neu starten zu können, alles aus ihrer Vergangenheit hinter sich zu lassen, denn da sind auch einige Dinge vorgefallen, die nicht so ganz leicht sind und die ihr auch nicht so gut gefallen. Und deshalb hofft sie einfach, dort neu starten zu können. Das klappt aber irgendwie so ein bisschen mäßig gut, denn sie ist natürlich nicht aus der Welt bei dieser Academy und einiges aus ihrer Vergangenheit kommt dann doch wieder ans Licht. Und auf jeden Fall gibt es dort eben auch diesen Ruby Circle. Das ist eben dieser elitäre Kreis, zu dem gefühlt jeder irgendwie dazugehört. Außer Theo, ein Typ, den sie anfangs kennenlernt, der aber sehr zurückgezogen ist, irgendwie sehr in sich gekehrt ist und ihr eher so ein bisschen die kalte Schulter zeigt. Er distanziert sich so ein bisschen von diesem Ruby Circle und sie möchte eben herausfinden, warum, was es mit den ganzen Geheimnissen von den unterschiedlichen Menschen auf sich hat und was eben ihre Rolle einfach in dieser Schule sein kann und sein soll. Und ich muss sagen, ich fand es sehr schön. Es hat mir Spaß gemacht zu lesen. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Ich hätte nicht mit so einem Cliffhanger gerechnet, wie es in diesem Buch dann einen gab. Es war einfach wirklich ein schönes Buch. Es passt jetzt perfekt in den Herbst. Gerade so mit diesem Dark Academia Vibe irgendwie einfach, mit diesem Internatsfeeling. Es gibt hier eben einige Intrigen und Lügen und so weiter. Also wenn ihr sowas mögt, dann ist dieses Buch auf jeden Fall das Richtige für euch. Obwohl ich persönlich das ja nicht so mag, wenn es dann irgendwie immer so um die High Society geht. Das ist nicht so meine erste Wahl in Büchern von der Thematik her, muss ich sagen. Aber hier hat mich das ehrlich gesagt nicht wirklich gestört. Also ich fand, es war eine gute Menge an High Society Drama, aber eben auch nicht allzu viel. Und es geht eben auch so am Rande, sage ich mal, ein bisschen um Pferde und eben um Theo und so weiter. Also ich glaube, da kommt auch in den anderen beiden Büchern noch eine ganze Menge auf uns zu. Und ich bin gespannt, weil das Ende, wie gesagt, war wirklich sehr unerwartet. Und ja, mehr sage ich dazu mal nicht. Dann machen wir weiter mit einem etwas ernsteren Buch. Und zwar habe ich The Way I Used to Be gelesen. Das ist jetzt die deutsche Version. Ich fand die halt auch vom Farbschnitt so unglaublich schön. Ich muss sagen, es gibt so ein paar Farbschnitte, die ich einfach so schön finde, dass ich sie wirklich einfach besitzen möchte. Da habe ich mir nämlich echt länger überlegt, ob ich das Englische oder das Deutsche eben lesen soll. Aber habe mich dann kurzerhand doch für die deutsche Version entschieden. Worum geht es hier? Es geht um die Protagonistin Eden. Und Eden wurde von dem besten Freund ihres Bruders vergewaltigt. Eines Nachts, als sie noch ziemlich jung war. Und sie kann das überhaupt nicht fassen. Sie konnte es in diesem Moment nicht fassen und sie hat danach eben wirklich nie mit irgendjemandem darüber sprechen können. Sie hat es einfach nicht geschafft. Und in diesem Buch erfahren wir dann, wie sich die Jahre danach in der Highschool für sie so entwickeln, wie sie sich selbst einfach als Person entwickelt, wie sie damit umgeht, wie das Ganze sich eben auf ihre zukünftigen Beziehungen auswirkt und so weiter. Also dieses Thema schwebt die ganze Zeit so über uns, über der Geschichte, und nach verändern sich Dinge. Und ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen zum Inhalt. Ich muss sagen, ich habe schon erwartet, dass es so ziemlich schwer zu lesen sein würde, einfach wegen der Thematik an sich. Das ist einfach schon irgendwie krass. Und es war an einigen Stellen auch wirklich ziemlich heftig, finde ich, weil auch eben geschildert wird, was passiert ist und so weiter, und sie sich dann immer wieder Gedanken darum macht. Es zeigt auch einfach, wie schwierig es ist, mit so einer Situation umzugehen danach, gerade wenn man eben mit niemandem darüber spricht, denn sie verändert sich sehr, sehr stark als Person und sie wird eben auch, ja, zu einer ganz anderen Person, die sie vielleicht sonst wahrscheinlich so nie gewesen wäre, nicht nur im positiven Sinne, sag ich mal, sondern sie möchte sich wahrscheinlich eben auch viel selbst beweisen und gerät da so ein bisschen auf die schiefe Bahn, würde ich mal sagen. Ich glaube, man muss das einfach wirklich selbst lesen. Triggerwarnung auf jeden Fall natürlich. Wenn ihr das einfach nicht lesen könnt, dann ist das Buch auf jeden Fall nichts für euch.
Aber ich bin gespannt, denn es gibt hier auch einen zweiten Teil, der erscheint aber erst noch auf Deutsch im nächsten Jahr irgendwann. Den werde ich aber auf jeden Fall auch lesen, weil das Ende ja, lässt einen schon so zurück, dass man gerne wissen möchte, wie es jetzt mit ihr eben weitergeht. Und ja, es hat mir wirklich gut gefallen. Es war jetzt kein absolutes Highlight. Ich meine, nur weil es ein krasses Thema ist, muss es ja nicht absolut gut sein vom Buch her. Zwischenzeitlich hat mich nämlich diese Art, wie sie geworden ist, schon sehr angestrengt und genervt. Aber ich glaube, genau das möchte das Buch eben auch zeigen, dass man eben, wenn man sowas erlebt hat, vielleicht auch einfach manchmal nicht mehr Herr oder Herrin über seine Taten und seine Gedanken irgendwie auch sein kann. Aber ja, überzeugt euch da einfach selbst von. Falls ihr es schon gelesen habt, dann schreibt gerne mal, wie es euch gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Und dann bin ich gespannt auf den zweiten Teil. Der heißt The Way I Am Now, glaube ich. Auf jeden Fall sehr schönes Buch optisch und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Dann machen wir doch weiter mit einem absoluten Highlight. Und ihr seht schon, ich habe so viele Stellen markiert. Und auf Insta habe ich schon geteilt, die einzigen Bücher, in denen ich wahnsinnig viel markiere, sind die von Felicitas Brandt tatsächlich. Ich habe ja ihre andere Reihe schon gelesen und euch auch vorgestellt. Das ist diese hier unten, ne? Die Walk in Love und ich weiß gar nicht, wie die Reihe. Faith, Hope, Love's Reihe heißt sie eigentlich. Also Walk by Faith ist eben der erste Teil. Und die habe ich gelesen und geliebt. Felicitas Brandt schreibt ja unter anderem eben Faithful New Adult, für die, die es noch nicht wissen. Das ist eben einfach New Adult. Aber die Protagonisten in diesem Buch sind eben Christen. Und dementsprechend gibt es in diesen Büchern auch keinen Spice. Ich glaube, das war einfach vorher so festgelegt, dass es eben da nicht um Spice geht, sondern eben einfach um andere Dinge. Und ich muss sagen, ich genieße das wirklich sehr. You Are My Way ist jetzt der Auftakt ihrer neuen Reihe. Und wie gesagt, ich habe einfach wieder so viele Stellen markiert und es war wieder ein absolutes Herzensbuch. Ich liebe es so unglaublich dolle. Es geht hier um die Protagonistin Emma. Und Emma hatte bisher noch nie so ein richtiges Zuhause. Sie war super viel unterwegs, in Amerika unterwegs, in verschiedenen Städten, aber sie hatte nie das Gefühl, irgendwie da angekommen zu sein, wo sie letztendlich hin möchte. Und jetzt reist sie nach Biebertal. Und das ist ein ganz kleines Städtchen. Und sie kommt dorthin durch ihren Zwillingsbruder. Aber warum und wie, das erfahrt ihr dann in diesem Buch. Und dort hat sie eben einen kleinen Bungalow gemietet und möchte eigentlich bei einem kleinen Buchladen anfangen zu arbeiten. Sie kommt dort also hin und dann ist aber alles so ein bisschen anders, als sie sich erhofft hat. Denn der Bungalow wurde nicht von dem eigentlichen Besitzer vermietet, sondern eben noch von einer anderen Frau und der Besitzer weiß davon gar nichts. Und der Anfang ist also, der verläuft nicht so reibungslos, wie sie sich das gewünscht hat. Der eigentliche Besitzer von diesem Bungalow ist nämlich Finn. Und Finn war mal ein sehr, sehr bekannter, berühmter und erfolgreicher Reiter, der aber vor einigen Jahren einen Unfall hatte und sich daraufhin wirklich komplett zurückgezogen hat. Und dieser Hof, sage ich mal, wo auch der Bungalow steht, ist wirklich sein Rückzugsort und er möchte dort eigentlich alleine sein und ist deshalb auch wirklich nicht sehr begeistert, als er dann eben davon erfährt, dass dieser Bungalow jetzt an sie vermietet ist. Aber er ist eben auch kein Unmensch, von daher bleibt sie dort erstmal wohnen. Emma ist dort eigentlich wirklich ziemlich happy und sehr zufrieden, fühlt sich mega wohl, wird dann aber eines Tages doch ein bisschen von ihrer Vergangenheit eingeholt, womit sie definitiv in Biebertal nicht gerechnet hat. Und dann fragt sie sich eben so, okay, ist das jetzt wirklich der Weg, den Gott für sie irgendwie so ein bisschen zurechtgelegt hat oder eben doch nicht? Und so viel zum Inhalt. Was also Felicitas Brandt wirklich absolut beherrscht, ist es, eine wahnsinnig tolle Gemeinschaft zu beschreiben an Menschen, die dort eben in Biebertal wohnen, die sich kennen, die sich unterstützen, die miteinander befreundet sind, die sich seit Jahren kennen. Also es entsteht so eine unglaublich tolle Gemeinschaft und man fühlt sich als Leserin oder Leser wirklich genau so, als würde man einfach dazugehören. Es ist wirklich so eine richtig tolle Freundesgruppe. Man fühlt sich aufgenommen, man fühlt sich herzlich willkommen. Es ist einfach toll, wirklich. Ich kann das gar nicht anders sagen. Alle Charaktere, die hier vorkommen, und das sind einige, sind unglaublich gut aufgearbeitet. Also man hat das Gefühl, das sind nicht nur so Nebenrollen, sondern jeder Charakter hat eben eine Berechtigung, dort zu sein, hat einen Grund, dort zu sein. Und
Allein deshalb macht es so viel Spaß, weil man das Gefühl hat, das ist einfach eins zu eins eine Erfahrung, wie Feli sie erlebt hat, was eben nicht der Fall ist, weil Biebertal, so wie sie es hier beschreibt, gibt es leider gar nicht. Aber man hat sich beim Lesen einfach so wohl gefühlt. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, wirklich. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es hat so eine ganz besondere Art und Weise, eine ganz besondere Ruhe, irgendwie auch eine Atmosphäre, die toll ist. Und immer wieder merkt man eben, weil Faithful, New Adult, dass die Charaktere eben Christen sind. Sie machen sich eben Gedanken. Ab und zu fällt ihnen ein Psalm ein, wie sie miteinander sprechen und so weiter. Sie geht in den Gottesdienst. Also es ist so schön, alles miteinander verarbeitet und verpackt. Und es hat so viel Spaß gemacht. Gerade eben selbst als Christin sieht man sich in so vielen Aspekten irgendwie einfach wieder. Und es ist schön, dass es einfach mal so selbstverständlich ist, dass die Charaktere hier einfach sonntags zusammen in den Gottesdienst fahren und dort dann eben sind, gemeinsam singen, die Predigt hören und so weiter. Das sieht man eben so in Büchern einfach nicht. Und deshalb liebe ich generell Faithful New Adult auch so sehr, weil ich das einfach so schön finde, dass eben einfach diese Lebensrealität von Christen und Christinnen einfach so in einem ganz normalen Roman irgendwie auch so wiedergespiegelt wird. Also ich finde das so schön, und bei Feli ist es eben auch so, da wird nichts irgendwie aufgezwängt. Es wird einfach stehen gelassen, man kann es gut lesen. Ich würde das ohne Bedenken wirklich jedem weiterempfehlen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, es einfach mal zu lesen, auch wenn ihr eben nichts mit Glauben und so weiter am Hut habt. Ist es einfach insgesamt eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele dieses Buch im Regal haben. Es hatte einen Cliffhanger tatsächlich, womit ich auch gar nicht gerechnet habe. Deshalb freue ich mich umso mehr jetzt auf den zweiten Teil. Und Entschuldigung, aber können wir ganz kurz über dieses Cover reden? Es ist wahnsinnig schön und es passt einfach so gut zur Geschichte. Und ach, also Feli hat es wirklich einfach drauf. Dann machen wir weiter mit einem zweiten Teil und damit auch der letzte von der Reihe. Das ist nämlich nur eine Dilogie gewesen. Ich habe Vega gelesen, Der Sturm in meinem Herzen. Den ersten Teil habe ich ja letztes Jahr gelesen. Das ist eine Klimasaga, also es geht hier wirklich um den Klimawandel. Und Vega hat eben eine sehr besondere Gabe, denn sie kann allein mit ihren Gedanken das Wetter beeinflussen. Also sie kann Regen und Wind herbeirufen und so weiter. Und in dieser Zeit, wo das Buch spielt, irgendwann in der Zukunft, ist es nämlich wahnsinnig wichtig, weil eigentlich eine sehr große Dürre herrscht. Und normales Wetter, das funktioniert eben nicht mehr so, beziehungsweise es reicht nicht mehr. Es gibt also unterschiedliche Wettermacher und Organisationen, die es sich eben zur Aufgabe gemacht haben, das Wetter irgendwie kontrollieren zu wollen oder zu müssen. Und Vega mit dieser besonderen Gabe hat sie eigentlich immer geheim gehalten. Aber ob das so klappt und ja. Man kann sich schon denken, irgendwann ist das Chaos sehr groß. Und das ist eben der zweite Teil, setzt direkt beim ersten an. Und ich mochte den ersten schon sehr gerne. Aber ich muss sagen, der zweite hat das wirklich nochmal getoppt, weil hier wahnsinnig viel Spannung mit dabei war. Also wirklich die ersten 200 Seiten direkt waren so spannend. Es ist so viel passiert, wirklich so Schlag auf Schlag, dass man gar nicht aufhören wollte zu lesen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es ist eine Jugendbuchreihe. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, gerade im jüngeren Alter auch, der oder die sich auch mit dem Thema Wetter irgendwie auseinandersetzen möchte, dann ist es wirklich eine wahnsinnig tolle Reihe, die man auch sehr gut zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sonst was verschenken kann. Also wirklich, ich habe es sehr geliebt. Es war wahnsinnig toll. Es gibt eine Liebesgeschichte mit drin, die aber jetzt nicht allzu präsent ist, sag ich mal, aber ist halt mit dabei und es war einfach toll. Also es war wirklich wahnsinnig spannend. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Bücher von der Autorin lesen und mag das Cover vom zweiten Teil auch sehr gerne. Dann kommen wir mal zu dem Thema Film, und zwar habe ich This is Our Time gelesen. Das ist ja das neueste Buch von Katinka Engel und es spielt eben an einem Filmset. Wir begleiten hier die Protagonistin, ihr wisst, ich und Namen, wir sind nicht sehr gut, Fern, genau. Fern macht ein Praktikum und möchte eigentlich einfach nur hinter die Kulissen schauen, wie das Ganze funktioniert, wenn man eben eine Serie abdreht und so weiter. Und dann beim Casting wird sie plötzlich aufgerufen, weil der Regisseur wirklich kurz vorm Ausrasten ist. Irgendwie niemand passt zu der Rolle, alle machen es irgendwie falsch, keiner passt zu seinen Vorstellungen. Und Fern soll jetzt einfach mal vorsprechen. Sie macht das also, weil sie wirklich eigentlich keine andere Wahl hat. Und er ist begeistert, der Regisseur, und deshalb soll Fern jetzt diese Rolle übernehmen. Sie ist erstmal komplett vor den Kopf gestoßen. Sie hat erstens eigentlich gar keine Lust, weil sie möchte nicht im Rampenlicht stehen. Sie ist keine Schauspielerin. Sie möchte einfach nur ihr Praktikum dort absolvieren, um eben einfach, ja, Wissen sich anzueignen. Und
Wie gesagt, ihr bleibt aber eigentlich nichts anderes übrig, denn der Regisseur hat irgendwie so ein bisschen ihr Schicksal in der Hand. Und so kommt es, dass Fern ihre erste Schauspielrolle bekommt. Rio McWoid, der männliche Protagonist von dieser Serie, der auch wirklich Schauspieler ist, ist von dieser ganzen Wandlung eher mäßig begeistert. Er möchte nämlich einfach eine ganz normale Schauspielerin, die gut ist, wo er sich darauf verlassen kann, dass sie das auch kann. Und er möchte Fern eigentlich wirklich nicht bei dieser Rolle haben. Aber auch ihm bleibt eben nichts anderes übrig, als sich eben mit dieser ganzen Situation irgendwie so ein bisschen zu arrangieren. Und so müssen die beiden eben vor der Kamera eben auch ein Liebespaar spielen, das sich immer weiter annähert. Und irgendwann wissen sie eben nicht mehr so richtig, was ist jetzt nur Schauspiel und was ist die Realität. Ich habe mich wirklich sehr auf das Buch gefreut. Ich war sehr gespannt. Ich muss sagen, auch hier wieder ein wahnsinnig schöner Farbschnitt, schon ein bisschen dezenter. Und hier steht eben auf der Seite noch ganz dünn Time. Ich weiß gar nicht, ob man das gut sehen kann. Aber ja. Und ich muss sagen, ich mochte es auch sehr gerne. Ich habe es als Hörbuch gehört und es war einfach schön. Also wie Katinka Engel eben einfach schreibt, es war schön, es ist viel passiert, es war abwechslungsreich. Man wusste irgendwie von Anfang an nicht so genau, was passieren würde. Das Einzige, was ich ein bisschen, naja, was heißt schade, aber irgendwie so ein bisschen vorhersehbar fand, war einfach, dass dieser Punkt am Ende, dieser Dramapunkt, ist eben, sag ich mal, im Showbusiness und unter berühmten Leuten irgendwie oft so ein bisschen der ähnliche. Da sind wir wieder beim Thema High Society. Das ist nämlich eigentlich, wie gesagt, nicht so das, was ich gerne mag. Aber auch hier hat mich das jetzt nicht groß gestört, auch weil dieses Drama am Ende, was man eben einfach so immer erwarten muss, jetzt nicht irgendwie unnötig in die Länge gezogen wurde oder so, sondern es war wirklich gut abgehandelt. Es hatte eben einen Grund, warum das passiert ist, was natürlich immer super wichtig ist. Und ja, also ich kann es sehr empfehlen. Ich verstehe, dass es so viele mochten. Für mich war es jetzt aber trotzdem kein absolutes Highlight. Also es hat mich jetzt nicht komplett irgendwie überrascht oder so, aber es war schön zu lesen, also es hat Spaß gemacht. Von daher kann ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich schon so, so viel New Adult und ja, so Romance gelesen habe, dass ich da einfach jetzt mittlerweile, dass es schwerer wird, eben so ein bisschen was Neues zu finden, obwohl das Thema mit dem Filmset und so natürlich eigentlich schon auch relativ frisch war. Also das habe ich jetzt noch nicht allzu oft gehabt und ich mochte es auch gerne. Also es hört sich jetzt so an, als mochte ich es nicht, aber ich mochte es gerne. Es war jetzt für mich nur nichts Krasses, Überraschendes. Wie gesagt, ich habe es auf BookBeat gehört, ich mochte es auch sehr gerne. Ich mag die Sprecher von diesem Buch sehr, also die Sprecherin und den Sprecher, kann ich sehr empfehlen. Wie immer, BookBeat, den Link, ihr findet ihn in der Infobox, da könnt ihr BookBeat 2 Monate gratis testen. Ist ja eine Hörbuchplattform, also es gibt wahnsinnig viele Bücher. Wirklich, ich habe diesen Monat auch einige Bücher als Hörbuch gehört. Ich glaube, sonst hätte ich niemals diesen Stapel so zustande gebracht. Aber ich liebe es einfach immer, weil so viel aktuelle Titel hinterherkommen. Es bleibt nie irgendwie so da, wo es gerade ist, sondern es kommt wirklich jeden Tag, jede Woche neue aktuelle Bücher rein, die ich mir dann direkt auf die Liste setze und dann eben wirklich nach und nach höre. Also ich bin wirklich begeistert und kann es wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, in der Infobox steht der Link. Hier noch ein bisschen Inspiration, einfach so Bücher, die ich auch gerade so hören möchte oder so. Ja, ihr könnt auch gerne den Code Bookaholic nutzen. Das ist die Alternative. Und dann könnt ihr es einfach 2 Monate mal ausprobieren, falls ihr die App noch nie ausprobiert habt. Also ich kann es sehr empfehlen und ja, habt das hier eben gehört. 4 Bücher haben wir noch übrig und wir machen mal mit einem englischen weiter. Und zwar habe ich gelesen Love Me Do. Ich würde sagen, das habe ich jetzt gerade noch so passend im Sommer gelesen, Ende September. Und jetzt, obwohl eigentlich es sieht sommerlicher aus, als es ist, finde ich, vom Inhalt her. Weil irgendwie denkt man jetzt hier so Sommer, Pool und keine Ahnung was. Es spielt auf jeden Fall in LA und ich denke, LA ist wahrscheinlich gefühlt immer Sommer. Und zwar die Protagonistin Phoebe besucht ihre Schwester, die in LA eine sehr große Villa hat und sie möchte dort einfach mal so ein bisschen entspannen. Dann heißt es aber plötzlich, dass die Schwester auf einen Worktrip muss nach Seattle und die ist dann erstmal die erste Woche nicht da. Und so sitzt Phoebe eben alleine in dieser großen Villa und überlegt sich, was soll sie denn dort jetzt bitte anstellen? Relativ schnell trifft sie dann eben auf den Nachbarn Ren. Und auch auf Belle, die eben die Personal Trainerin von ihrer Schwester eigentlich ist. Die hat ihr nicht abgesagt und so ist Belle plötzlich aufgetaucht und die beiden haben sich auch kennengelernt. Und so ist die ganze Zeit dort eigentlich doch nicht so langweilig, wie Phoebe vielleicht ursprünglich gedacht hat. Außerdem, die Schwester hat eine Villa, sie hat einen Pool, sie hat eine Hot Tub. Also es gibt irgendwie gefühlt alles, womit man sich sehr gut die Zeit so vertreiben kann. Relativ schnell wird klar, dass Belle irgendwie Gefallen an Ren gefunden hat und irgendwie auf ihn steht. Und Phoebe
setzte sich, sag ich mal, zum Ziel, die beiden so ein bisschen zu verkuppeln. Was sie aber nicht bedacht hat, ist, dass sie selbst Ren irgendwie auch ziemlich attraktiv findet und ihn eigentlich auch irgendwie mag. Und jetzt muss sie die beiden also verkuppeln und bleibt irgendwie alleine und weiß irgendwie nicht so ganz, ob das wirklich so die richtige Entscheidung war. Und wie das Ganze weitergeht, liest man dann hier. Ich mochte das Format sehr gerne. Das ist nämlich so ein kleines Taschenbüchlein mit 370 Seiten. Aber ich bin wirklich sehr schnell durchgekommen. Ich bin wirklich durch die Seiten geflogen, weil irgendwie war es einfach, es hat Spaß gemacht zu lesen und man war irgendwie einfach so gefesselt von der Geschichte. Es hat einen richtig tollen Vibe, weil eben L.A. Und man merkt irgendwie, dass die Autorin, ich weiß nicht, ob sie in L.A. wohnt, aber man merkt irgendwie, dass sie sich schon so mit der Stadt auseinandergesetzt hat. Ich war zwar noch nie in L.A., aber genau so stelle ich es mir vor. Und es waren immer mal wieder so ein paar interessante Facts dabei, die man eben, glaube ich, nur wissen kann, wenn man selbst schon mal dort war und irgendwie so diese Mentalität und die Kultur irgendwie dort in der Stadt auch so mitbekommen hat. Und das mochte ich sehr gerne. Ich finde, das war richtig cool. Man wusste natürlich von vornherein, was, auf was das Ganze hinausläuft, weil sie eben ihn auch attraktiv findet und so weiter. Und da war ich dann so ein bisschen mäßig begeistert, weil ich mir dachte, ah, dann gibt es wieder so Drama und er findet das dann wahrscheinlich so blöd und so weiter. Aber ich muss sagen, es war irgendwie gut gelöst. Ich war nie wirklich genervt von der Geschichte und habe es einfach gerne gelesen. Es ist einfach wirklich eine schöne Romance-Geschichte für zwischendurch, ohne dass das jetzt irgendwie negativ klingen soll, sondern man kann es wirklich einfach gut nebenbei lesen. Ich hatte das einfach immer im Zug dabei, habe das da gelesen und man kommt wirklich gut voran. Es gibt auch noch ein paar andere Charaktere, die auch eine wichtigere Rolle dann noch im Laufe des Romans spielen und das war einfach cool. Es war wirklich einfach schön zu sehen, weil auch eine ältere Frau eine Rolle spielt und so weiter. Auch sehr interessante Charaktere mit sehr interessanten Jobs, mit sehr interessanten Charakterzügen. Also irgendwie war es wirklich gut ausgearbeitet und ich kann es sehr empfehlen. Dann kommen wir zu einem Buch, das mich ein bisschen enttäuscht hat irgendwie. Und zwar habe ich Sonne und Beton gelesen. Da habe ich sogar so eine signierte Version, wo irgendwie, ich weiß gar nicht genau, ob das eben die Schauspieler sind, die das Buch signiert haben. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Version passend zum Film. Das kam mir dann im Kino. Ich möchte den Film auf jeden Fall noch sehen, weil ich glaube, dass der Film in diesem Fall sogar besser sein könnte als das Buch selbst. Es geht ja hier um Jugendliche, die in einem, sag ich mal, ein bisschen Problembezirk irgendwie aufwachsen, die es nicht sehr leicht haben, die sich so ein bisschen auch durchboxen müssen, so in ihrer Welt, weil einfach viel mit Gewalt eben auch gelöst wird, statt mit Worten. Und ja, also ich fand das eigentlich gut, weil es wirklich so ein bisschen darstellt, dass eben nicht überall alles immer so super easy läuft und dass eben wirklich manche Leute das Pech haben, einfach in Gegenden aufzuwachsen, wo man nicht anders zurechtkommt, als wenn man eben wirklich seine Fäuste irgendwie spielen lässt. Thema Mobbing kommt hier natürlich auch irgendwie drin vor. Gruppenzwang, also all diese Dinge. Also es ist wirklich so, ja, also es kommt schon gut rüber, was das Problem ist. Was mich hier ein bisschen enttäuscht hat, war tatsächlich das Ende, das wirklich sehr abrupt ist. Also es endet mittendrin gefühlt. Ich habe dann, ich glaube, das habe ich auch als Hörbuch gehört, und ich habe dann nochmal das Buch in die Hand genommen und habe geschaut, ob das wirklich auch das Ende ist. Es gibt dann zwar noch einen kleinen Zeitungsbericht, der danach kam. Den hätte man dann noch einsprechen müssen, finde ich. Aber so insgesamt hängt man nach dem Lesen schon so ein bisschen in der Luft und man weiß eben jetzt nicht so genau, okay, was passiert jetzt? Was ist jetzt diese was ist die Kernaussage? Aber ich glaube, wie gesagt, dass das im Film vielleicht anders umgesetzt ist. Deshalb möchte ich den jetzt eigentlich noch schauen. Aber insgesamt, es war gut zu lesen. Es ist natürlich eine andere Sprache und irgendwie manchmal so ein bisschen anstrengend. Aber es zeigt halt die Realität von manchen Menschen ganz deutlich irgendwie ab. Von daher, ja. Aber so insgesamt ist es jetzt kein Buch, wo ich sagen würde, das muss man irgendwie gelesen haben. Ich denke, da gibt es noch einige bessere, die eben auch irgendwie diese Problematik thematisieren. Das vorletzte Buch ist In Deeper Waters. Das habe ich ebenfalls gehört, und zwar die deutsche Version. Aber das Englische hatte ich jetzt schon sehr, sehr lange hier zu Hause. Und deshalb zeige ich das jetzt auch in die Kamera. Ich habe das unter anderem wegen dem Cover entdeckt, weil ich das so cool fand. Hat mir sehr gut gefallen. Und die Geschichte war auch sehr schön. Es geht nämlich, es ist ein Romantasy-Buch und es spielt
viel auf hoher See, sag ich mal. Denn es geht um einen Prinzen und der Prinz hat magische Fähigkeiten. Und er möchte jetzt, sag ich mal, mit dem Boot und mit einer Besatzung, sag ich mal, rausfahren, um so ein bisschen was zu erleben und ja, einfach um mal rauszukommen aus dem Palast auch, bevor er dann irgendwann wirklich so seine Aufgaben und so alle erfüllen muss. Aber auf hoher See passieren dann eben einige Dinge. Und so haben sie zum Beispiel auch einen Gefangenen, den sie auf einem anderen Schiff sozusagen entdecken und dann übernehmen. Und Tell, also der Protagonist, hat eben die Aufgabe bekommen, diesen Gefangenen so ein bisschen zu überwachen und rauszubekommen, woher er kommt, wie er zu dem Gold gekommen ist, das er eben bei sich hatte und so weiter. Und so nähern die beiden sich eben ein bisschen an. Und Athlin, eben der andere Typ, verschwindet dann aber irgendwann wieder und sie treffen aber dann etwas später trotzdem wieder aufeinander, aber in einer sehr anderen Situation, eigentlich so ein bisschen komplett unterschiedliche Rollen, sage ich mal, Rollentausch. Es stellt sich eben einfach heraus, dass Athlin ein Meermensch ist sozusagen und Tell hat eben magische Fähigkeiten und so arbeiten sie irgendwie zusammen, helfen sich gegenseitig und es passiert natürlich noch eine ganze Menge irgendwie so nebenbei, was man dann eben alles beim Lesen so rausfindet. Aber für mich war das wirklich eine schöne romantische Geschichte, so für zwischendurch ist eben eine queere Romance-Geschichte, aber es war irgendwie mal was anderes, gerade so mit Schiffen, mit Wasser, mit Meermenschen. Also es war irgendwie eine coole Atmosphäre so beim Lesen und kann ich deshalb sehr empfehlen. Ich würde es tatsächlich auch auf Deutsch empfehlen. Ich habe es ja jetzt, wie gesagt, nicht auf Englisch gelesen, aber das deutsche Hörbuch mochte ich sehr gerne. Man konnte gut zuhören, man hat es gut verstanden und ja, wüsste ich jetzt nicht, warum man dann das Englische lesen sollte. Natürlich kann man das Englische lesen, aber ich sage nur, das Deutsche ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und zu guter Letzt, da bleiben wir doch direkt beim Thema Wasser, habe ich One Second to Love gelesen von Christina Moninger. Das ist ja der Auftakt von einer Viererreihe. Ich habe euch letztes Mal schon gefragt, wie das heißt und ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall ja, ist das der erste Teil und ich finde ihn so unglaublich schön. Wenn ihr Glück habt, findet ihr das Buch vielleicht sogar noch mit Farbschnitt in Buchläden. Aber ich habe auch oft die neue Auflage schon gesehen, wo eben der Farbschnitt nicht mehr mit dabei ist. Aber ich habe auch noch ein paar vereinzelte irgendwo liegen gesehen. Also falls ihr das gerne haben möchtet, kann ich sehr empfehlen, jetzt zu suchen. So sieht die Reihe am Ende aus. Ich finde, das ist so eine coole Idee einfach. Mal was sowas komplett Neues. Ich liebe es sehr. Und allein deshalb werde ich allein alle vier Teile schon lesen. Die Geschichte fand ich auch echt gut. Es spielt ja auf einer Insel, sag ich mal. Hier vorne ist auch eine Karte mit drin. Es hat auch viel mit dem Thema Surfen zu tun, denn es geht in diesem ersten Teil eben um die Protagonistin Avery. Und Avery kehrt eben zurück und ist so ein bisschen ausgebrannt. Sie ist ja eigentlich ein Rockstar und spielt gemeinsam mit Jake in einer Band. Und Jake kommt eben ebenfalls mit auf diese Insel. Und davon ist Avery aber nicht so ganz begeistert. Sie möchte nämlich eigentlich so ein bisschen Abstand von Jake eben auch haben, weil er irgendwie immer mal so ein bisschen wehgetan hat irgendwie. Und eigentlich wollte sie mal was von ihm, aber Jake irgendwie nicht. Und jetzt hat Jake irgendwie wieder Interesse und jetzt weiß sie nicht mehr, was will sie eigentlich noch und was ist so der richtige Weg. Und dann gibt es noch eine größere Sache, die wahrscheinlich über den ganzen vier Bänden so schwebt, sag ich mal. Und zwar ist Josie verschwunden. Josie ist die Freundin von den vier Protagonistinnen aus den vier Büchern sozusagen. Und sie ist eben eines Tages einfach weg gewesen und keiner weiß irgendwas, wo sie ist, warum sie weg ist, ob sie noch lebt, wie es ihr geht. Also irgendwie weiß man gar nichts. Und das wurde eben im ersten Teil auch nicht final aufgeklärt. Deshalb glaube ich, dass sich dieser Fall über diese Reihe komplett hinwegziehen wird. Aber sehr spannend, weil eben hier auch wieder Hinweise auftauchen, denen sie nachgehen möchten und so weiter. Also es war so ein Buch mit so ein paar Spannungselementen, jetzt auch nicht zu krassen Spannungselementen, aber immer mal wieder so ein bisschen mit eingeflochten und insgesamt aber trotzdem eine tolle Romance-Geschichte, die ich sehr mochte. Also es war ein Buch, das mochte ich gerne. Es war jetzt für mich auch kein mega Highlight, aber es war irgendwie trotzdem einfach schön zu lesen. Ich habe es eben jetzt im Sommer, also Anfang September gelesen. Da hat es natürlich auch noch irgendwie so vom Vibe perfekt gepasst. Einfach dieses Inselfeeling mit diesem Surfshop und so weiter. Das hat einen beim Lesen einfach schon so direkt auf die Insel irgendwo im Nirgendwo im Sommer katapultiert. Und das habe ich einfach wirklich gerne gemocht. Also das Setting fand ich wahnsinnig toll. Und da bin ich sehr gespannt auf die drei weiteren Bücher. Mal schauen. Und damit wären wir tatsächlich am Ende angekommen. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, noch kurz den Stapel, weil ich ja gesagt habe, es sieht so aus, als hätte ich fast nur pinke Dinge gelesen. So sieht das jetzt nicht mehr ganz so krass aus. Ich hatte die alle zusammenstehen, aber ihr seht, es ist sehr viel rosa, pink und lila, blau,
Fourth Wing fällt so ein bisschen aus der Reihe, aber so insgesamt ist es schon irgendwie so ein Farbschema, das eigentlich sehr hübsch ist. Jetzt nicht ganz herbstlich, aber ich denke, das wird sich jetzt im Oktober ändern. Auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Das wird dann wahrscheinlich wieder eine Runde Bookopoly sein, wo ich mir die Bücher für den Oktober erwürfel. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!